Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Trading Welt und ihr könnt es wahrscheinlich bereits erahnen. Diesen Trade habe ich mitgenommen. Beim Euro-Yeppie bin ich positioniert und jetzt kommt er leider gerade wieder schon wieder hoch. Ich habe das Video zu spät eingeschaltet, deshalb nehme ich ihn jetzt auch direkt mit. Ich kann hier leider nicht länger warten, ansonsten verliere ich zu viel von meinem Gewinn. Die knapp 600 Dollar, die nehme ich mit. Die stelle ich in diesem Moment glatt und das ist mit Sicherheit ein merkwürdiger Auftakt hier für ein Video. Aber trotzdem musste ich diese Gewinne jetzt ganz schnell realisieren. Ich habe die komplette Abwärtsbewegung hier mitgenommen und dich wird mit Sicherheit interessieren, wie ich das gemacht habe und ich werde es dir natürlich jetzt gleich erklären. Und darüber hinaus habe ich auch noch einige Fragen und Antworten, die mir beispielsweise von Isidor gestellt worden sind. Das ist ein Trader aus unserer Community, da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Und wir haben natürlich auch noch unsere Sommertombola, bei der ihr ein brandneues Samsung Galaxy gewinnen könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran, wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam an. Nach dem Intro geht's los. So, ich freue mich, dass du immer noch dran bist. Dann lass uns den Trade doch jetzt nochmal im Detail besprechen. Ich verrate dir jetzt die Kriterien, warum ich da letztendlich reingegangen bin. Grundsätzlich war das natürlich mal ein richtig schöner Tagesauftakt. Das freut mich umso mehr, denn ja, es soll ja nachher wieder erschreckend heiß werden. Dementsprechend habe ich dann auch keinen Bock, vorm PC zu sitzen. Also, bin ich froh, dass wir das jetzt hier so wunderbar über die Bühne bekommen haben. Grundsätzlich sei mal gesagt, wir machen hier die Chartanalyse vollständig mit dem Bullpower Template 2019 und das ist auch meiner Meinung nach eines der effektivsten und besten Hilfsmittel, wenn wir uns mit dem Thema Charttechnik beschäftigen und dementsprechend ein Tool, was ich garantiert nicht missen möchte. Wir haben verschiedenste Indikatoren, die uns dabei behilflich sind, bessere Trade-Einstiege zu finden und die habe ich auch in diesem Fall wieder vollkommen ausgeschöpft. Beispielsweise sehen wir jetzt hier die Pivot-Level. Ja, wir sehen die Pivot-Level und wenn wir jetzt mal in den 15-Minuten-Timeframe switchen, dann sehen wir auch, dass wir exakt von oben an einen der roten Pivot-Punkte angelaufen sind. Grundsätzlich sei mal gesagt, wenn wir unterhalb des orangenen Pivot-Levels sind, ist der Markt generell sowieso eher bärisch eingestellt. Das heißt, wir haben eher mit fallenden Kursen zu rechnen. Das Ganze wurde jetzt hier dann abgerundet durch das Bullpower-Signal. Ein sehr, sehr effektiver Indikator, der uns die Trendrichtung quasi vorhersagt und die auch tatsächlich teilweise auf den Punkt genau analysiert. Und da kam es dann halt zu diesem Rücksetzer. Wir hatten dann das Kaufsignal vom Bullpower-Signal und gleichzeitig war auch hier Stochastik und RSI im überkauften Bereich. Ich kann das hier nochmal näher einzeichnen, da sehen wir es dann. Das ist mittlerweile, hat sich das wieder ein bisschen korrigiert, das war zum Trade-Einstieg ein bisschen höher, aber trotzdem in der überkauften Zone. Und ein wesentlicher weiterer Bestandteil dieses Trades, warum ich den letztendlich eröffnet habe, tatsächlich auch komplett ohne Fibonacci Retracement, war die Moving Average. Da habe ich die Exponential 200er Tagelinie eingefügt und da sehen wir es, wir sind von unten rangelaufen und da hat der Widerstandsbereich mal wieder komplett zugeschlagen. Hier ist er rangelaufen und danach kam die Abwärtsbewegung. Und hier dürfte er den Abwärtstrend jetzt weiter fortsetzen. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine wunderbare ABC-Formel gehabt. A ist die Bewegungsphase, wird anschließend durch die Korrektur kurz aufgekauft und dann in Phase C wird die Wiederaufnahme des Trends folgen. So, und ja, abgerundet hier auch nochmal durch den blauen Trendkanal, der hier schick nach unten abknickt. Und das war letztendlich schon alles. Also wirklich ein sehr, sehr einfacher und solider Korrektur-Trade hier in dem Fall. Im 5-Minuten-Timeframe sehen wir es natürlich auch nochmal umso besser, die ganze den ganzen Bewegungsablauf. Ich sage dazu auch gerne immer zurückgelehnter Stuhl, denn das ist letztendlich genau das, was wir hier erkennen. Ja, hier haben wir jetzt quasi die ausgebildeten Stuhlbeine und das war für mich auch dann das erste Ziel hier. Ja? Also wenn wir hier quasi gegengelaufen sind, hier die Position eröffnen und dann sehen wir hier unten das erste Zwischenziel. Und da kommt es dann häufig nochmal dazu, dass der Markt erstmal nochmal wieder durch ein Pullback aufgekauft wird, bevor er dann weiter durchbricht. Dementsprechend hatte ich jetzt hier die Position vorzeitig beendet. So, das war die komplette Chartanalyse zu diesem Trade. Also im Endeffekt ganz locker durch die Lände gehandelt.
Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt noch die Fragen an, die mich von den Zuschauern erreicht haben. So, ich habe dann natürlich noch eine kleine Präsentation für euch vorbereitet, aber bevor wir uns den Zuschauerfragen widmen, nochmal ein ganz kurzer wesentlicher Hinweis. Und zwar für die Leute, die sich in den vergangenen Tagen für das Trading-Welt-Komplettsystem angemeldet haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die 5 Qualifizierungstrades absetzt. Ansonsten können wir die Lizenzen nicht freischalten und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass ihr letztendlich das Template und den Intensivlehrgang nicht erhalten könnt. Deshalb holt das bitte unbedingt nach und danach meldet euch einfach bei unserem Support und dann können wir euch auch die Zugangsdaten aushändigen. Das ist dann alles gar kein Problem und das ist sicherlich dann auch der schönste Weg. So, das nur noch mal ganz kurz am Rande. Ansonsten schauen wir jetzt mal, welche Fragen mir der gute Easy gestellt hat. Die sind ein bisschen länger, ich werde die jetzt auch nicht komplett vorlesen, sondern nur kurz einmal überfliegen. Es wurde in einem Video gesagt, Korrektur 61,8 wahrscheinlich sehr hoch. Genau, es ist tatsächlich so, dass wenn wir eine Korrektur haben, ich kann das hier beispielsweise ja einmal ganz kurz versuchen, ja, klar zu machen. So, wenn wir jetzt hier mit dem Retracement arbeiten, ja, als Hilfsmittel, und es kommt der komplette Abverkauf bis zum 61,8er Retracement, ja, also die komplette vollständige Korrektur bis zum 61,8er Retracement, dann ist es in der Regel tatsächlich so, dass der Kurs mindestens mal anschließend bis zum 23,6er Retracement wieder korrigiert. Das ist kein Blödsinn, das ist tatsächlich, ja. Das haben einfach auch Statistiken erwiesen. Und dementsprechend, ja, das stimmt tatsächlich so. Nach der Korrektur bis zum 61,8er Retracement folgt relativ häufig die Bewegung zum 23,6er Retracement und sogar darüber hinaus. So, dann bezüglich dem SMA 50 und der EMA 200. Ja, das sind die leitenden Durchschnitte. Stimmen die Zahlen und wie kann ich sie optimal verwenden? Das verstehe ich irgendwie noch nicht ganz. Okay, also EMA 200 grundsätzlich ein leitender Durchschnitt. Kannst du dir quasi so vorstellen, du hast ja jeden Tag einen Hoch- und einen Tiefkurs. Und stell dir jetzt mal vor, der Hochkurs ist 100 und der Tiefkurs ist 0, dann ist der Durchschnitt logischerweise 50. Und das ist genau das, was die EMA 200 macht, berechnet das rückwirkend über die letzten 200 Tage. Das ist der leitende Durchschnitt und genau auch diesen habe ich hier ja beispielsweise als Widerstandszone, ja, missbraucht, sage ich schon, gebraucht. Ja, und da sehen wir dann halt, wenn der von unten beispielsweise gegenläuft, dann ist das gerne auch mal ein Widerstandsbereich, vor allen Dingen, wenn er dann halt auch gepaart ist noch mit mehreren Indikatoren hier, wie beispielsweise mit dem Pivot-Indikator, dann ist das halt wirklich ein ausgezeichneter Trading-Spot, der sich daraus ergeben kann. Und so benutze ich die gleitenden Durchschnitte tatsächlich entweder als Widerstand oder Unterstützungsbereich, je nachdem, von welcher Richtung wir ranlaufen. Das ist der gleitende Durchschnitt. So. Dann schauen wir mal, was sind konkret Major-Paare? Mir ist natürlich bewusst, dass es jene Paare sind, die groß sind, zum Beispiel mit Euro-USD. Aber ist das jetzt jedes Mal ein Major-Paar, wenn da irgendwie USD mit drin ist? Nee, ist es tatsächlich nicht, weil du hast ja beispielsweise auch beim NZD-USD, also neuseeländischen Dollar zum USD, ein exotisches Währungspaar. Ja, und da ist auch USD mit drin. Also davon kann man es tatsächlich nicht festmachen. Ich empfehle da auf jeden Fall einen Blick auf Google zu werfen. Und zwar Admiral Markets hat da die Major-Währungspaare nochmal näher aufgezählt. Und das sind auch nicht viele. Das sind 6 Stück, meine ich. Und ja, hier hast du einfach den Vorteil, dass die Major-Währungspaare tatsächlich eher ein wenig stabiler laufen, konstanter, schönere Bewegungen zeigen und halt nicht so volatil hin und her zuppeln. Das ist bei exotischen Währungspaaren teilweise ziemlich kritisch und dementsprechend sage ich immer, ja, also spezielle Anfänger sollten sich da eher auf die Major-Paare konzentrieren. So. Das erstmal noch dazu. Dann sollte man beim CFD sowie beim Binary Trading auf eine Bestätigung warten bei einer Korrektur oder ist das situationsabhängig? Ja, mit Bestätigung wirst du wahrscheinlich eine Umkehrformation in Form von Candlesticks oder ähnlichem meinen. Grundsätzlich empfehle ich das Anfängern immer.
Aber es kann tatsächlich auch Situationen geben, in denen eine Bestätigung wenig Sinn macht. Beispielsweise dann, wenn die mögliche Strecke, die du an Gewinn zurücklegen kannst, im Grunde genommen eigentlich viel zu klein ist, ja, wenn es sich um eine ganz kurze Position handelt. Und du wartest auf eine Bestätigung und der Kurs ist in der Zeit, in der Kerze schon so weit abgefallen, dass der mögliche Gewinn eigentlich schon bald erreicht ist, die mögliche Gewinnzone, dann ist es immer relativ tricky, auf eine Bestätigung zu warten. Ne, ganz logisch. Aber grundsätzlich mal kannst du das auf jeden Fall machen. Warte einfach auf eine bis zwei grüne Bestätigungskerzen an dem jeweiligen Level, wo du deine Position eröffnen willst und dann bist du da auf der sicheren Seite. So, in den Videos wurde gesagt, man müsse auch sehr auf die Handelszeiten gewisser Währungen achten. Mir ist leider noch nicht ganz bewusst, Handelszeiten achten muss. Ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist bezüglich der Handelszeiten, abends, speziell abends ab 20 Uhr aufwärts bis in die Nacht hinein, sind die Währungspaare teilweise sehr, sehr träge. Da passiert nicht mehr viel, da ist nicht viel zu erwarten und nach meinen Erfahrungen ist das frühmorgendliche Handeln da definitiv am besten. Was man auch machen kann, ist beispielsweise nachmittags eine Positioneröffnung, auch wenn die Amis gerade öffnen, wunderbar, geht alles. Ansonsten, wenn man Trades länger liegen lassen will, dann muss man tatsächlich eher so auf einen Swing-Trader gehen, dass man Positionen auch über Nacht hält. Ne? Vor allen Dingen, wenn man berufstätig ist, sollte man dann vielleicht darüber nachdenken, eher die Positionen etwas länger zu halten, wenn man vormittags einfach keine Zeit findet. Aber generell sage ich immer, vormittags ist für mich absolute Primetime. Also eigentlich zu 90% handle ich vormittags. Und dann so zwischen, ja, tatsächlich 8 bis 11 Uhr roundabout, kann man so sagen. So, ich hoffe, ich konnte auf deine Fragen soweit eingehen. Falls ich jetzt nicht alle beantwortet habe, weil das waren wirklich extrem viele, die der CryptoEasy uns da geschickt hat, dann gehen wir darauf gerne nochmal wieder im Support ein, gar kein Problem. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen, wenn ich euch hier wieder ein bisschen was mitgeben konnte. Und ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt abschließend noch zur Sommertombola, damit du die Chance auf das brandneue Samsung Galaxy nicht verpasst. Also, ich bereite die kurz vor, bis gleich. Ja, die große Sommertombola neigt sich langsam dem Ende. Teilnahmeschluss ist hier der 30.06. und am 1. Juli werden wir den Gewinner bereits bekannt geben hier auf unserem YouTube-Kanal. Alle Teilnahmebedingungen findest du natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten jetzt für dich nochmal die Chance, dich zu qualifizieren, indem du folgende Frage beantwortest. Welchen Vorgang bezeichnet ein Crash in der Finanzwelt? Tob dich einfach aus in den Kommentaren, schreib deine Antwort einfach in die Kommentare und vergiss natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn das Gewinnspiel ist nur für unsere treuen Abonnenten bestimmt. Der Daumen sollte nicht fehlen und dann hast du die Chance, dich hier noch zu qualifizieren. Ja, ansonsten sei jetzt gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hier Donnerstag nochmal wieder zurück und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Happy Trading. Euer Chris vom Team Trading Welt.